Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich lese es gerade hier. Es gibt ja auch noch bekannte Probleme hier nach diesem Update. Eins der bekanntesten ist, ich habe immer mehr Freunde. Also ich kriege hier Freunde rein ohne Ende. Und das Coole ist, ich nehme sie einfach jetzt an. Irgendwann ist meine Friendslist voll und dann könnt ihr mich nicht mehr adden. Aber das Coole ist natürlich auch, man sieht, was machen eigentlich meine Freunde hier. Und ihr seht das, oh, hier sind richtig viele von meinen Freunden online. Und deswegen gibt es ja noch so ein paar kleinere Sachen. Es wird jetzt diskutiert, ob nicht vielleicht die Golems von Level 1 bis Level 6 und die Valkyren von 1 bis 5, ob da die Kosten reduziert werden. Und Kämpfe enden im Moment nicht, wenn nur noch ein Heiler da ist. Also das ist eine Sache der KI, eigentlich enden die dann, wenn nur noch ein Heiler da ist oder wenn nur noch Heiler da sind. Und die verschwinden einfach nicht. Und es gibt wohl noch ein bisschen Probleme mit der Builderbase Load Timer, also da gibt es so, habe ich, ein Zeitproblem irgendwo, dass wenn man das Ding hier irgendwie anstößt, die Uhr hier auf 8, obwohl hier steht 8x8 Minuten, das hier passt es eigentlich. Ich glaube, das ist dann schon eine Bilderheulstufe eher, dass dort wohl der Reset-Timer nicht richtig passt und alle, die irgendwas mit Adult in den Clan-Namen haben, werden im Moment irgendwie nicht wirklich gefunden. Also da gibt es ein Suchproblem, aber es gibt natürlich kein Suchproblem hier bei mir, denn ich will ja so ein paar Dörfer besuchen und ich fange heute mit dem größten Nöler dieser Welt an hier. Also kommt er hier heute mal mit rein. Es ist der Neustart bei uns im Clan True Warriors 2. Relativ frischer Rathaus 8, also noch nicht so lange. Und ist jetzt aber schon am Nachbauen, beziehungsweise überhaupt mal am Bauen. Dunkle Zauberfabrik, okay. Und auch die dunklen Baracken. Die zweite müsste das aber schon sein. Er müsste schon eine haben hier. Hat er, ja, eine hat er schon. Oh, und die baut er auch schon aus. Das ist natürlich super. Das heißt also, demnächst hat er auch einen Golem. Ja, gar nicht mal schlecht hier. Und ich denke mal, die Base, ja, sind wir ehrlich, in Silber 3, 55 Defenses. Das ist oftmals ein bisschen was Abgedropptes, also die Base ist in Ordnung, ist ausbaufähig und ich hätte fast gesagt, jetzt habe ich ihn gezeigt. Also, fauler Jung, mach einfach weiter mit deiner faulen Base. Ich denke mal, nein, die Base ist in Ordnung. Und ich habe aber heute ein paar echt gute RH9er gesehen. Muss ich mal so sagen. Hier geht's rein. Der Kanono TV hier, den habe ich mir schon angeschaut heute. Clan Level 11, also man sieht, dass diese neuen Clan-Logos oder die Wappen sind wirklich gut gelungen, finde ich. Und ist ein schöner RH9 hier. Auch, denke ich mal, noch nicht ganz so lange, aber die Hocks auf 9, also auf Rathaus Level 8, gehen die ja schon auf 4. Und eigentlich ist er eine coole Truppe, aber es mag ja sein, dass die nicht jeder mag. Und ich glaube, der Kanono TV mag sie auch nicht, denn er mag lieber Loons. Aber er hat eine schöne Base hier, die habe ich mir vorher schon angeschaut. Also heute habe ich mal ein paar dabei. Die waren bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgefarmt, so wie er hier. Und ich finde es gut, dass er die X-Bogen jetzt noch nicht auf 3 gezogen hat. Das wisst ihr, sein Heldenpärchen passt zu dieser Base hier. Er ist gut am Ausbauen. Und ich denke mal, die Base, ja, ich glaube zumindest, dass sie hält. Hier in der Mitte stehen bestimmt die Teslas, glaube ich zumindest. Und die Bauarbeiter sind hier schön am Werkeln, also man sieht das schon, sind aktive Accounts hier, die mir hier schreiben und ja, da freue ich mich natürlich rüber. Da oben geht die nächste Luftabwehr schon mal hoch, ja, 2 hat er schon hoch, sauber. Also ich glaube, er kommt hier gut zu Rande und kommt auch gut hier über die Runden. Schönes Dorf hier, Kanono, hast du dir verdient, dass ich dich mal anschaue. Nein, natürlich nicht verdient, sondern danke, dass du mir deinen Tech geschickt hast. So muss ich es ja sagen. Und wir haben hier den Im Juliax von dem Clan. Ja, den finde ich ganz, ganz witzig. Den Namen Schlawinskis. Von den Schlawinskis. Und auch ein schöner RH9 hier. Auch das Dorf. Ich hoffe, es ist nicht abgefahren. Nein, ist es nicht. Super. Super, das habe ich mir nämlich auch vorher schon angeguckt. Ja, ist ein cooles Dorf hier. Muss ich mal so sagen. Und er defft auch. Ja, 9 Deaths, 45 Angriffe. Also
auch ein aktiver Account hier und ist hier aber schon relativ stark maxed out. Ich würde fast sagen, der Account hier ist ziemlich maxed out. Also da fehlen natürlich jetzt noch eine ganze Menge Mauern. Da kannst du rein investieren und so ein paar Forschungen natürlich auch hier. Ach Mensch, die gerade die Clan-Truppen, ich nenne sie mal so, den Golem, Hund, Valkyre, Hogrider, die würde ich immer, na, ich will nicht sagen als erstes hochmachen, aber er hat sich hier für den Drachen entschieden. Kann man auch machen, hatte ich ja mal gesagt in einer Folge, dass man natürlich auch den Drachen erstmal leveln kann, wenn man Start RH9 ist, denn Start RH9, da ist man mit den Drachen richtig stark. Du hast einen Zauber mehr und du hast einen Slot mehr für die Drachen, wenn du alle vier Armeelager ausgebaut hast. Aber ich denke mal, die, ja, das sieht gut aus hier. Das gefällt mir eigentlich hier oben. Das mag ich ja immer, ne? Magierturm deckt Luftabwehr und der Bogenturm auch nochmal so ein bisschen hier. Also finde ich eigentlich in Ordnung. Der deckt hier den Luft, den X-Bogen und ich muss sagen, ich würde sie beide auf Boden-Luft stellen. Also nur Boden, ja, grenzwertig. Ja, wenn du hier aus der Luft richtig erwischt wirst, dann bringen dir die X-Bogen auf Level 3 natürlich gar nichts. Deswegen stell sie lieber auf Luft und Boden und du kommst sicherlich etwas einfacher dabei raus. So, Toto, kannst du mal einen Clan besuchen? Ja, Clans besuche ich eigentlich eher weniger. Ich mache dann, wenn, dann mache ich schon Videos da in den Clans. Also da müsst ihr mir schon genau schreiben, du komm mal bei mir in den Clan, mach mal ein cooles Video, wie ich das ja eigentlich mit dem Avatar in der Regel mache. Und wir sehen hier aber den I'm Legend vom Clan, von den auch Level 12 Clan. Schönes Icon hier, schönes Logo. Und er ist ein, ja, Rathaus 7. Hat schon die Drachen, hat Hogrider, hat die Minions. Also das ist so Start RH7, hätte ich mal fast gesagt. Und sehen wir auch. Leider so ein halb abgefarmtes Dorf, aber sieht gut aus. Er greift auch mit Drachen hier an, bestimmt für ein CK. Und wir sehen hier auch Aktivität im Dorf. Können wir euch mal zeigen. Also hier geht die Luftabwehr hoch. Die ist schon Level 4, die geht jetzt schon auf Level 5. Super. Und ich tippe mal drauf, dass hier ja noch irgendwo eine ist, aber ich kann sie jetzt nicht identifizieren. Da ist sie. Die Air Defense auch auf 4. Ja, super. Super Dorf hier vor allen Dingen. Auch die Mauern gehen, glaube ich, ja, die gehen auf Rathaus 6, ja, auf Level 6 und die hat er alle gehabt, hat jetzt die zusätzlichen Mauern hier mit reingebracht. Schöner Account, denke ich. Ich denke auch, der Legend wird auch zufrieden sein hier. A, mit seiner Base und B, mit seinem Account. Bevor wir zur ersten Pause kommen, nehmen wir uns noch den, ja, was heißt Pause? Pause machen wir natürlich nie hier. In Clash of Clans, wir nehmen uns hier den Dark King vom Clan Strong Warriors. Aha, es gibt also auch die Strong Warriors. Super, finde ich gut hier an der Stelle. Und er hat 20er King, 30er Queen, ist ein RH10. Kein Thema, lasse ich ja mittlerweile bin ich ein bisschen schmerzfreier und ist aber 9,5er hier. Das sehe ich auf den ersten Blick, keine Infernos. Ja, wenn man damit durchkommt hier unten, ja, 11 Verteidigung, kommt man da sicherlich mit durch, aber ist schon ein starkes Dorf, aber auch hier die X-Bogen, alle auf Boden, zumindest die beiden, die er gebaut hat. Damit er ja 9,5er bleibt, sollte er den dritten X-Bogen jetzt nicht bauen und hat auch noch keine 240 Truppen, also, jetzt weiß ich es natürlich nicht genau, bleibt er 9,5er oder geht er auf Rathaus 10? Ja, denn im Moment sieht es ja so aus, als wenn er gerade so auf 10 gegangen ist und Aktivität sehen wir hier, glaube ich, am Lager, jawohl, hier oben am Armeelager, also super. Oh, das Armeelager hier oben geht auch hoch. Dann hat er schon mal 230 Truppen, ja, und dann hört es aber auch auf, das reicht auch. Na, und ich habe ja mal gesagt, wenn ihr die Armeelager macht, seid ihr in 40 Tagen durch, also 10 Tage, da muss man richtig durchhalten. Das macht er hier auch, ich denke, die Base macht einen ganz kompakten Eindruck hier für ein Rathaus. Gerade so 9er. Ich glaube, er ist gerade so 9er. Ich kann es euch nicht sagen. Er wird es mir vielleicht in den Kommentaren beantworten. Aber ich mag die Base hier. Die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Denn hier werden die Luftabwehren schön abgedeckt. Die sind auch gar nicht mal so weit außen. Die sind schön innen. Und die Feger stehen auch super. Die drehen sich nämlich noch ein bisschen. Ja, die sogenannten 360 Grad Feger. Und deswegen finde ich diesen Account hier oder dieses Dorf hier eigentlich ganz hübsch. Also ist auf jeden Fall was zum Nachbauen.
für RH9er. Ich weiß jetzt nicht, ob die Größe jetzt für ein RH10 ist, aber ich denke mal hier unten die 9er Mauern, das sind schon die 9. Da oben sind auch noch ein paar 9er. Ja, das sieht gut aus hier. Mag ich, Darking, hast du gut gemacht. Und wir kommen mal zur ersten Pause. Ich habe ganz aktuell für meine erste Pause den Mario vom Clan Nonstop hier, also Clan 10 gegen auch gegen Clan Level 10. Und er hat mir diese Folge hier geschickt. Also ich hatte schon immer Sorge, dass das nicht klappt mit meinem Google Drive. Aber er hat mir das Ding hier reingelegt, die Tage. Und ich nehme auf jeden Fall diesen Angriff gerne hier rein. Also es waren schon einige andere Angriffe da drin. Aber ich denke mal, die sind nicht so zeigenswert wie dieser Angriff hier von Mario. Denn er hat seine Folge hier Full House genannt. Und ich musste erst überlegen, was meint er denn eigentlich mit Full House? Aber wenn ich jetzt mal nach unten schaue, wie viel Truppen er genutzt hat und welche Truppen er genutzt hat. Er hat also jede Truppe hier in diesem CK-Angriff. Und das ist wirklich, wirklich nice. Hat er wirklich gut gemacht. Aber wie gesagt, ich habe es erst nicht gepeilt. Denke, was meint der mit Full House hier? Und dann gucke ich so unten in die Leiste rein und sehe, meine Herren, hat der viel Truppen. Ja, also er hat alle Truppen hier, die es in Clash of Clans gibt, mit von der Partie hier. Hat auch die Zauber, Sprung, Wut, Heil dabei. Beben jetzt glaube ich nicht, aber er giftet hier jetzt erstmal die Clanburg. Und ich meine, das ist ja ein CK-Angriff hier. Das muss man sich auch mal überlegen. Ja, dass man sich da einfach mal sagt, oh, wisst ihr was? Ich greife jetzt mal im CK an und zwar mit allen Truppen. Also das finde ich wirklich, wirklich gut hier. Und deswegen habe ich mir diesen Kampf hier auch rausgesucht. Ich hoffe, das freut dich, Mario. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, denn das ist echt ein cooler Angriff hier. Aufgenommen übrigens mit Mobizen. Und ihr seht das hier, die Mobizen-App, sowohl für mobile Geräte. Es gibt auch eine Mobizen für Samsung-only. Also wer ein Samsung-Handy hat, da gibt es ein extra Mobizen für, was wahrscheinlich nochmal ein bisschen auf die Handys optimiert ist. Aber hier auch, ich denke mal, mit der normalen Mobizen-App aufgenommen. Mit der App könnt ihr wirklich gut Videos am Handy oder Mobile-Device aufnehmen und ja einfach mir zuschicken, wie es der Mario gemacht hat. Also super Sache hier. Und ich habe ja jetzt neu in der Verlinkung auch meine E-Mail-Adresse, zumindest eine meiner E-Mail-Adressen. Aber erwartet da nicht zu viel, die hole ich nicht jeden Tag ab. Ja, es ist Toto. Ich glaube, totoclash1@gmail.com. Dort könnt ihr mir auch Videos hinschicken. Wenn sie denn nicht zu groß sind, aber wenn ich die auch abhole und dann wieder freigebe, kriegen wir das auf jeden Fall hier in so eine Folge rein. Vielen Dank, Mario. Schöner Angriff von Mario. Und ich habe jetzt schon mal auf ein neues Dorf geswitcht, bevor es wieder abgefarmt ist. Denn der Hulk war ganz, ganz traurig, dass ich ihn ja in der letzten Folge mit drin hatte. Aber seine Base hier am Boden war und ich habe ihm dann aber auch gesagt, du, ich besuche dich einfach nochmal, wenn dein Ding lebt hier und die Base lebt. Er kloppt den Kling hier im Moment auf Level 23 hoch, das ist natürlich richtig krass. Queen noch nicht so hoch, aber ich glaube, bei der Base hatte ich auch schon gesagt, es gibt halt welche, die machen erst ihren King und machen dann die Queen. Die halten den King halt für wichtiger als die Queen, kann man auch machen. Ich habe ja schon gesagt, ich kenne da einige, aber die Base hier sieht auch gut aus und ich denke mal, hier oben in Meister 3, ja, hält ab und zu mal, klar. Kriegst du immer mal wieder Zehner hier, vor allen Dingen, die dich ein bisschen überlaufen. Da kannst du eine Base bauen, wie du willst. Die dreiern dich einfach, aber das sieht ganz gut aus hier. Die Base ist in jedem Fall maxed out. Und ja, vielleicht sollte man hier überlegen, dass man die Luftabwehren einfach nicht ganz so ungeschützt stehen lässt. Hier wird es ein bisschen gedeckt von den, aber nur von den Bogenschützentürmen. Ich finde es immer sinnvoller, wenn die ein bisschen von den Wizard Towern abgedeckt werden. Denn gerade wenn hier so eine Horde Loons rauffliegt auf diese Luftabwehr, dann bist du mit dem Bogenschützenturm nicht so gut bedient, als wie mit dem Wizard Tower. Denn der macht immerhin Flächenschaden und die Bogenschützentürme vielleicht ein bisschen nach reinsetzen, sodass die dann den Loons unter Umständen den Rest geben. Denn ja, die Feger stehen eigentlich ganz gut in eine Richtung. Das kann man so machen. Und finde ich aber gut hier, ja, ich brauche eigentlich nichts weiter dazu zu sagen, ist ein Max RH9 hier, der jetzt seine Helden hochmacht, macht die Mauern jetzt auch schon schön. Also Hulk, ich habe mein Versprechen gehalten und dafür hältst du einfach dein Versprechen und guckst meinen nächsten Stream wieder. Vielen lieben Dank. So, dann haben wir den, jetzt müssen wir mal gucken. Ich gehe mal hier direkt in die Zwischenablage rein, denn ich glaube, da ist
nichts drin. Habe ich da ein Leerzeichen drin? Jo, war ein Leerzeichen drin. Das ist der Clashmaster vom Clan. Was Besseres? Hatten wir doch schon, ne? Oder? Ach nee, da hieß er der. Doch, was Besseres hatten wir schon. Aber das war ein ganz, ganz anderer, glaube ich. Das war nämlich ein RH9, den wir uns angeguckt haben. Und hier ist es ein RH10. Ja, vielleicht ist auch der gleiche Char. Kann ja auch vorkommen, wenn jemand mehr Char spielt hier. Und wir haben hier den Clashmaster in der Titan League 3. Oh, das ist super. Und starke RH10 Base hier, denke ich mal, dass die auch hier oben mal... hat noch nicht gehalten. Okay, kenne ich irgendwoher. Meine hat hier... Nee, meine hat auch nicht gehalten, aber mein Rathaus steht auch viel weiter außen. Sein steht hier richtig schön in der Mitte. Und aber ich denke mal, er war zum Tropipush hier oben. Hat so ein paar Mauern hier außen. Ja, da weiß ich nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist. Ich verbaue sie lieber. Und ist aber schon dabei, jetzt so ein paar Mauern innen drin auf Level 11 zu machen. Ja, vielleicht erstmal alle auf 10 und dann mit 11 weitermachen. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Aber ich denke mal, er braucht das Gold nicht mehr. Denn die Base hier ist auch schon maxed out. RH, nee, ist sie noch nicht. 10. Die gehen noch ein Level hoch hier. Okay, und die Bogenschützentürme sind durch. Bomben Tower sind auch. Der ist noch auf 3, der geht auf 4 hoch. Der kann auch noch ein bisschen hochgehen. Also Gold investieren hier in die restliche Defense, würde ich sagen. Und dann sieht das hier aber ganz gut aus. Ich glaube, auch von den Truppen her ist das ein ganz anständiger Account. Ja, das passt. 2016, passt vielleicht nicht so gut. Aber er hat sich hier in die Titan League hochgekämpft. War sogar schon mal ein bisschen höher. Und ich denke mal, er ist mit dem Account hier zufrieden. Ah, 3er Miner, 2er Bowler, ja. Ich denke, da kann man mit leben. Und jetzt gucke ich nochmal rein. 831 Pokale, also beziehungsweise Sterne schon gewonnen in Clankriegen. Das ist natürlich auch super. Also, tolles Dorf hier. Endlich mal ein RH10er in der Dorf. In der Folge. Und wir gehen hier rein in Search Players. Und ich habe den nächsten... Über den haben wir eben gerade noch geredet. Shit. Ich nehm sie mir, wie sie kommen. Also, ich weiß ja nicht, wer hinter diesen Accounts immer steckt. Und das war der Horror aus dem Clan True Warriors, also von uns. Und der übt sich nämlich gerade im Golaloon. Macht er auch schon ganz gut. Hat jetzt eben erst zweimal damit angegriffen. Und mal gucken, wie er sich im CK schlägt. Denn unser CK-Gegner ist schon Brocken, kann ich euch sagen. Und er hier hat ja die X-Bogen noch nicht auf. Ich glaube, der hat meine Folgen schon vorher geschaut und hat gesagt, ah nee, ich mache die X-Bogen mal lieber nicht, denn die passen richtig gut zu dem Heldenpärchen hier. Also baue sie ruhig nicht weiter aus, baue den Rest schön weiter aus, hier den Flächenschaden mit den Wizard-Towern und auch die Bogenschützentürme weiter. Und dann wird das hier ja, mal gucken, ja, er defft ab und zu mal. Also wie gesagt, die müssen, ich reite ja immer sehr gerne auf den Luftabwehren rum, aber die müssen noch von irgendwas anders geschützt werden, denn die kriegen hier nur punktuellen Schaden. Und wenn hier ein Hund von dieser Ecke hier rauffliegt, also aus der Bilder hat hier, dann kriegt er nur punktuellen Schaden. Und die Loons dahinter leider auch nur. Und das ist ein bisschen wenig. Besser ist, ein bisschen mehr Flächenschaden hier reinzubringen. Aber vielleicht hat er ja noch eine andere Base im Petto und kann hier unter Umständen noch agieren. Aber sonst ist das natürlich ein guter Char, er spielt bei uns. Das macht der Dark Shadow von den German Penguins. Penguins, auch nicht schlecht der Name. Natürlich nicht. Und das ist ein Rathaus. Oh, das ist ein kleines Rathaus hier. Nämlich ein Rathaus 6. Finde ich aber gut, dass wir auch sowas mal drin haben. Denn er ist auch noch nicht lange 6. Ja, er baut hier unten die Defense-Gebäude schon mal schön aus und schön nach. Das finde ich wirklich gut. Ah, ist ein 7er schon. Okay. Hat 6 schon übersprungen. Hat er denn hier alles gemacht? Ja, hat er alles gemacht. Okay, ich entschuldige mich, er ist jetzt schon 7. Also mal gerade so der Sprung von 6 auf 7, aber er hat 6 hier komplett durchgemaxt. Finde ich sehr, sehr gut. Bin ich ja auch gerade bei mit einem Charakter und haut sich auch gleich hier die 200 Truppen rein. Super. Das ist wirklich stark. Armeelager schon fast fertig und die Zeit muss man sich einfach gönnen. Dann lässt man sein Dorf einfach mal in Ruhe. Die Minen und Sammler auch schon schön hoch hier. Jawohl, alle auf 10. Das gefällt mir gut. Ihr wisst das, durchmaxen. Das mag ich und das macht der Dark Shadow hier an der Stelle auch. Also schönes Dorf, Dark Shadow. Und wir haben gleich die nächste Tech hier mit drin. Oh, das war gerade ein Deckel. Hier habe ich wieder ein Leerzeichen drin.
Das ist der Maxim FSB vom Clan Champions. Er ist Co-Leader, Clan Level 1, hat ja auch schon ein schönes Logo und ist aber ein schöner R8. Oh, starker R8 hier. Nur noch die beiden Zauber hier hinten, die dunklen. Also Gift- und Erdbebenzauber und ich denke mal, die Base wird auch schwarz sein. Jawohl, sie ist schon fast schwarz, aber leider abgefahren. Ah, Mist. Habe ich doch wieder einen erwischt. Kann ich nichts dran machen. Aber ich glaube, er ist hier, ist er aktiv? Ich glaube, er ist zurzeit inaktiv. Tut mir leid, Maxim, dass ich dich hiermit erwischt habe. Ich denke mal, deine Base hier hält auch ab und zu mal, ja, zwei Defenses. Das ist jetzt nicht so super viel. Aber er hat hier ja auch immer eine lange Zeit, wenn er einmal so abgefarmt ist, dann hast du ja 16 Stunden. Und ich denke aber, ist trotzdem aktiver Account, sonst hätte er mir nicht geschrieben. So, die zweite Folge machen wir heute mal. Da bin ich ja ein kleines Schweinchen. Hiermit, mit dem Humpy. Mit dem Humpy. Ah nee, er ist abgefahren. Mist, nee, nicht er ist abgefahren. Shit, da komme ich ein bisschen zu spät. Gucken wir mal noch rein. Also die Sache hier mit den Social-Kämpfen, hier kann man natürlich auch super nehmen, um mal jemanden ein bisschen zu beobachten hier. Wer macht denn hier gerade mal so einen Kampf? Denn hier kann man auch seine Pause füllen. Und wir füllen unsere Pause mal mit der Batgirl aus dem Clan Ü30 United. Ja, ich denke, sie weiß es nicht. Vielleicht sieht sie mich, wenn sie mich als Freund schon geaddet hat, dann kennt sie mich sicherlich. Und so füllen wir einfach mal diese zweite Pause hier. Und wir wissen ja vor allen Dingen nicht, was rauskommt. Es ist kein zugeschicktes Video. Es ist nichts, was ich irgendwo türke, sondern das ist jetzt im Moment so ganz, ganz leicht verzögert. Kommt jetzt ja durch, also ist schon ein bisschen kleine Sekunden Zeit versetzt. Aber wir sehen hier einen Legendenfight. Also die Batgirl ist in der Legende und kämpft gegen jemanden aus Teil 2. Muss ich mal eben schauen. Ja, mit Bowler und Heilern. Ah, okay. Die gehen jetzt aber, oh, mal gucken. Oh, die Bowler latschen alle raus hier. Jetzt müssen es die Helden in der Mitte mit den Riesen so ein bisschen reißen. Denn alle Bowler sind hier entglitten. Und die kriegen jetzt auch das noch. Gerade so Beschuss hier von dem Adler. Mal sehen, ob sie hier überhaupt einen Pokal mitnimmt. Und 39-40%. Ja, das ist ja echt live hier. Ich weiß, vielleicht ist auch eine fiese Sache, dieses ganze Stalken hier. Und nicht jeder möchte ja, dass seine Angriffe gezeigt werden. Wer das nicht möchte, der muss natürlich so einen YouTuber wie mich hier aus dem Video rausnehmen, beziehungsweise der muss mich hier aus seiner Friendslist entfernen, denn ihr lauft natürlich immer mal Gefahr, dass ich einen Angriff von euch zeige, eine Verteidigung von euch zeige oder auch einen Fail zeige. Mal sehen. Ah, das kann auch was werden hier, denn im Moment kriegen die Heiler nur den Beschuss von dem Warden, aber jetzt ist, von der Adler-Dev, aber jetzt ist leider vorbei. Oh, da hat sie Pokale verloren. Oh, das wird sie ärgern. Schade auch, aber das ist, ja, kommt auch vor hier. Und ich habe noch zwei Dörfer, sonst wird die Folge einfach wieder ein bisschen zu lang. Ich habe noch zwei Dörfer für euch. Wir haben hier einmal den oder die. Nein, es ist die Wikistar. Ich glaube, es ist eine die Wikistar 123. Bei mir in der Community heißt sie Imgina. Und du musstest mir übrigens den Post hier nicht doppelt posten. Ich kriege alles mit. Einmal reicht. Also hier ein schönes RH9. Auch, denke ich mal, noch nicht so lange. Aber Golem schon auf 4, Hawks auf 5, Hunden auf 1. Ja, da geht noch ein bisschen was. Wir schauen uns mal die Base an. Abgefarmt. Eben war sie noch nicht abgefarmt. Ah, die Helden leben auch gerade so wieder. Naja, okay, kann ich nichts machen. Aber mal sehen, ob diese Base hier überhaupt so hält. Doch, 7 Defenses, also gar nicht mal so schlecht hier an der Stelle. Ist auch ein Max RH9. Und sieht eigentlich ganz gut aus vom Clan Black Pearl. Okay, kommt also vom Captain, nee, wie heißt er? Vom Piraten, ne? Jack Sparrow heißt er. Hat 220 Truppen und ich denke mal, die Base hier, naja, hier oben stehen wahrscheinlich irgendwo noch die anderen Luftabwehren. Da und da habe ich mir schon gedacht. Denn das ist eine CK-Base hier, die auch sehr, sehr viele Leute häufiger mal nutzen. Und die sind aber nicht ganz durchgekommen. Also das sieht mir ganz nach einer Defense aus. Denn die paar Gebäude da oben, die geben nicht viel Prozente. Also sieht gut aus hier bei dir, Gina oder Vicky. Ich weiß es nicht genau. Und schade, dass du abgefahren warst. So, einen habe ich noch, den wollte ich eigentlich nicht mit reinnehmen. Den habe ich schon mal nicht mit reingenommen. Aber
Er hat sich bei mir entschuldigt. Denn wir hatten ja jemanden im Clan, nämlich diesen hier. Nee, den nicht, sondern den. Der bei uns immer so Low-Accounts eingepflegt hat und hat überhaupt nicht gesagt, warum die plötzlich alle reinkommen. Und wir können auch mal gerade in den Clan reingucken. Ne? Das war hier der Hados, Niki, nee, Hades hieß er, Kudo, nee, Kudo auch nicht. Aber es waren halt so ein paar Accounts von ihm oder von ihr, keine Ahnung. Nee, es ist ein R. Und er hat sich bei mir entschuldigt. Hier, tut mir leid. Hallo Toto, tut mir leid, dass ich die Leute eingeladen habe. Würde mich trotzdem über einen Besuch freuen. Und dann machen wir das einfach auch mal. Dann freut er sich hier über einen Besuch. Oh, er macht beide Helden hoch. Super, beide Helden am Stück. Na, da bist du natürlich schon ein bisschen geschwächt. Und Kristall 2 ist dann sicherlich die richtige Farmliga hier an der Stelle. Und ist aber noch, ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon so lange RH10 ist. Ich glaube, als er bei uns war, war er RH9. Und er hat natürlich schon viele Mauern hier fertig. Und ist ein 9,5, also 2 X-Bogen. Keinen einzigen Inferno. Aber schon richtig nette Truppen, richtig nette Helden hier. Also auch Lavahund auf 3. Meiner gehen sicherlich jetzt hoch. 32er Pärchen hier von den Helden. Ja, ihr wisst, ich mag keine 9,5er oder ich mag keine Punkt-Halber, Punkt-5er. Und ich denke aber mal, so ein Dörfchen hier, ja, 10 Devs, das wird auch mal halten. Und sieht gut aus bei dir, Phoenix. Ich habe dich jetzt mit reingenommen. Und last but not least mache ich jetzt einen Farmangriff. Ich suche schon mal einen Gegner. Bis sofort. Ich weiß nie, warum ich eigentlich so viel Mauerbrecher dabei habe, aber für irgendwas müssen die ja einen Sinn haben. Und ich denke mal, den 9,5er hier, den nehmen wir mal mit. Denn er hat ganz nette Ressourcen für uns und wir fangen mal hier oben an mit einem Bogi und hat zwar, ja, er hat zwar die X-Bogen hier auf 4, aber ich denke mal, das macht uns jetzt nicht wirklich was aus. So, schauen wir mal, ja, 16 Mauerbrecher, Leute. Ich weiß nicht, was manchmal in mich gefahren ist. Ich weiß, 16 sind übertrieben, aber vielleicht brauche ich sie, ja? Mann, Toto, ey. Meine Herren, was habe ich in der Clanburg? Ah, wie gefordert, Päcker und 2 Riesen. So, gucken wir mal, dass uns die Queen hier nicht abranzt. Macht sie aber auch nicht, aber die Kanone schießt jetzt ganz nett. Welchen Weg geht die Queen weiter? Okay, sie geht weiter dahin. Dann ziehen wir hier mal unsere Tanks raus. Und jetzt gucke ich mal, ist hier eigentlich... Nein, hier ist kein Flächenschaden für meine Mauerbrecher. Und die gehen auch richtig gut durch. So, dann müssen wir hier aber trotzdem mal springen. Und dann geht das hier jetzt in den Core dieser Base rein. Ich lasse sie jetzt mal erstmal ein bisschen laufen hier. So, jetzt muss ich hier aber mal ein bisschen PS machen. Denn sonst sterben wir die nachher am Ende hier doch. Und das wollen wir ja an der Stelle denn doch nicht. So, hier einmal den Frost geworfen. Und jetzt gucke ich mal. Ja, ich glaube, wir können den mal... Ah, diesen doofen Drachen. Jetzt kriege ich den hier nicht raus. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, jetzt haben wir nicht ganz so viel mitgenommen an der Stelle. Aber immer doch geht. Doch, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir haben ihm ein bisschen was geklaut. Wenn auch nicht alles. War jetzt ein bisschen doof. Dieses Mausgeschubse hier ist doch manchmal ein bisschen hinderlich. Aber mein Magier und mein Babydrachen gehen hier noch die letzten Ressourcen abgrasen. 72%. Wir kriegen in jedem Fall den vollen Bonus hier. Und ich hoffe, die Schaffe-Schaffe. Häuslebau-Folge hat euch trotzdem wieder gefallen. Also mit den Dorfbesuchen. Meine Tags sind wieder frei. Vielen Dank übrigens für eure Tags hier. Denn nur eure Tags ermöglichen solche Folgen. Ja, muss man ja auch ganz klar sagen. Und im Moment haben wir einen ganz, ganz schweren CK-Gegner. Also ich zeige ihn euch mal kurz. Ja, 520 CK-Siege. Da habe ich keine Fragen. Und die Kollegen aus der internationalen Ecke legen hier auch richtig gut los. Also ihr seht das, 4 Angriffe, 12 Sterne. Das wird richtig mal was, was so richtig schön eng wird. Das werdet ihr aber bei mir im Kanal sehen. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, trotzdem gefallen. Und ich würde einfach sagen, ja, noch nicht der Toto Clash, sondern ja, vielleicht könnt ihr mir die Frage beantworten oder überhaupt eure Meinung einfach dazu sagen. Ich habe vor, am Freitag und Samstag zu streamen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass ich nicht auf meine Jungs aufpassen muss, denn die schicke ich am Freitagmittag weg.
schön mal in so ein Feriencamp und da habe ich hier richtig schöne freie Zeit. Also, wenn ihr Lust habt auf einen Stream Freitag und Samstag, kann natürlich sein, dass ein Video dafür auf der Strecke bleibt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns sicherlich am Samstag. Bis dahin, jetzt aber, euer Toto Pläschen.